Science Fiction als Radiospiel. Wir laden Sie heute ein in die vielleicht gar nicht sonderlich ferne Zukunft eines Landes, in dem Datenverarbeitungsanlagen und Prozessrechner allen größten Kalibers sich offenbar anschicken, die arbeitende Menschheit buchstäblich um ihre Jobs zu bringen. In der Science-Fiction-Groteske Ad Am 2 entzieht sich von Eckes Frank wird eine verblüffende Erklärung für seltsames Computerverhalten geliefert. Und hier sind wir wieder mit Oldies but Goodies. Hier ist unser Griff in die Hitkiste der Vergangenheit. Heute gehen wir ganz, ganz weit zurück. Ja, Freunde, wisst ihr, was vor 48 Jahren ein Riesenerfolg war? Wisst ihr nicht? Na, deshalb spielen wir es hier. Hört's euch an, schaut's euch an. Mehr dazu gleich anschließend. Mach mal einen Krach leiser. Da kommt was über den Informator. Ja. Benno Bärle, Code 81 plus 9877-3158. Bitte schalten Sie den Textreceiver auf Empfang. Hier ist eine Print-Message für Sie. Eine Print-Message für Benno Bärle. Ende. 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 Okay, okay, Amonia. Ich gehe rüber ins Studio. Mhm. Bis gleich. Ich glaube, meine Batterie ist alle. Was denn mit dir passiert, Roman? Deine Batterie ist alle. Ja, dreh doch mal den Schuster auf, nur ganz kurz. Ja. Stell dir vor, wo ich gelandet bin. Hä? Bist du schon wieder am Hacken? Du sollst doch dein Biological Basic Programm einfahren, mein Sohn. Ah, ist ja gut, mache ich ja gleich. Aber erstmal muss ich dir sagen, wo ich heute eingebrochen bin. Na gut, dann sag's doch schon. Im Zentralversandcomputer von PPB. Was, echt? Also das ist gut. Die geben doch immer damit an, dass ihr Code noch sicherer ist als der vom Vorwärtsverteidigungsministerium, von wegen Schutz der jugendlichen Homecomputerbenutzer. Ich habe schon ein paar Sachen geordert, die Lustmaschine zum Beispiel. Und wenn du mein richtiges Knöpfchen drückst. Ach, oh Mann. Ich glaube, meine Batterie ist alle. Das gibt's ja gar nicht. Der unknackbare PPP. Erzähl sie mal, Mutka, ich muss weitermachen. Wenn du mein richtiges Knöpfchen drückst, heiße Stunde im Rechenzentrum. Was ist denn los? Hat er sich wieder irgendwo reingehackert? Du, in den PPB-Versand, genau. PPB? Dieser Pornokonzern? Naja. Das ist typisch, von wegen jugendsicher. Da werde ich aber gleich... Ach, Benno, nun lass doch. Das bringt ja doch nichts, weißt du doch. Wer glaubt denn im Ernst daran, dass es den wirklich sicheren Code gibt? Ja, was gab's denn im TR? Tja, komischer Text, der darüber getickert kam. Hör mal. To Benno Bärle, Bankers Association Frankfurt, Adresse und so weiter. Und dann, Herr Bärle, Ihr Zusammenleben mit der ledigen Mutter Harmonia Zitterli, was? 38, übereinstimmt nicht mit Vorstellungen von ordnungsgemäßer Lebensführung in diesem unserem neuen Staat. Stopp! Dennoch wir keine für Sie unangenehmen Schritte einleiten werden. Stopp! Bedingung jedoch, absolutes Stillschweigen über Vorgänge bei MAB Bank. Stopp! Zahlen für Schweigen zudem 10.000 Werteinheiten an Sie. Ende Message für MAB Bank durch Ad Am 2. Ist sowas? Ich blick da wirklich langsam nicht mehr durch. Seid doch mal her. Ja. 10.000 WE ist eine ganze Menge Geld, Harmonia. Na eben. Also, da stimmt doch was nicht. Ledige Mutter Harmonia Zitterli. Naja. Also, was ist denn das für eine Sprache? Ich möchte wirklich wissen, wer und was da dahinter steckt, Benno. Ich finde es ja schon seit ein paar Wochen komisch. Hab gleich so ein merkwürdiges Gefühl gehabt. Seit dieser Ad Am 2 in Betrieb genommen worden. Weißt du noch? Ich habe dir damals gesagt... Ja, ich weiß. Ein denkender Computer, das ist Wahnsinn, hast du gesagt. Da ist es doch auch. Und warum müssen ausgerechnet wir von der MAB Bank die Ersten sein, die so ein Ding anschaffen? Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, aber ich bin ja einfach überstimmt worden. Armer Kerl. Naja. Aber im Ernst. So ein Apparat kann doch nur das denken, was Menschen in ihn reinprogrammiert haben, Benno. Hast du das immer noch nicht getickt? Roman hat es dir doch mit seinem... Dein Sohn Roman. Verschon mich bitte mit den Klugscheißereien.
Dieser Bits- und Bytes-Fan, der macht mich langsam. Ja, ja, aber im Fach Informatik ist er immerhin der Beste in seiner Stufe, oder? Aber er weiß auch nur, was sie ihm dort beibringen. Ich trau dem nicht, Harmonia. Wenn die Staatsleitungszentrale ohne konkreten Anlass ständig versichert, dass überhaupt keine Gefahr besteht, dann ist das für mich das sicherste Indiz dafür, dass genau das Gegenteil richtig ist. Ja. Ja, ja, ich weiß. Schon die letzten paar Generationen von Rechnern. Aber da ging's ja auch um andere Probleme. Zum Beispiel, dass sie auf menschliche Sprache reagieren. Zuerst auf ein oder zwei Spezialleute, dann immer mehr und schließlich ganz ja, allgemein. Ja, brauchst du mir doch nichts erzählen. Wer hat denn immer Hausarbeiten mit Roman gemacht, du oder ich? Dann weißt du auch, dass bedeutende Wissenschaftler der Ansicht sind, dass die neuen Maschinen tatsächlich denken können. Aber so ein Gerät habt ihr euch doch gar nicht bestellt, soweit ich weiß. Ich höre dich noch. Ist schon ein toller Apparat, hast du gesagt. Muss ich zugeben, trotz allem. Ja. Der erste Rechner, der speziell für eure Branche entwickelt wurde, mit dem Super-PM-Programm. Und ich habe noch gefragt, was PM heißen soll. Und du hast ganz ehrfürchtig gesagt. Profitmaximierung, aber ehrfürchtig war ich nicht. Ich sag ja, ich habe gleich gesagt... Hat er etwa nicht das gebracht, was er sollte? Schließlich haben deine Kompagnons ja wohl aufgrund der Berechnungen von Adam II entdeckt, dass sie dich beurlauben sollten, oder? Ja, und auch der Coup mit diesem Dings da, diesem General Peanut Butter, war wohl nur möglich, weil diese Maschine sämtliche Infos richtig gescheckt hat. Und damit haben deine liebe Ex-Kollegen Munzelmann und Albertski einen Reibach sondergleichen gemacht. Also wenn du mich fragst, hinter all dem steckt Albertski. Auch dieser Telebrief von heute. So ein schmieriger Moralist. Also das war er schon immer. Ich weiß, du magst Albertski nicht. Ich auch nicht so besonders. Als Mensch ist er, naja, aber ein hervorragender Bankfachmann. Ach, ein bigotter Heuchler. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr habe ich den Verdacht. Lass uns doch mal genau rekapitulieren, wie das alles gelaufen ist. Da war zuerst... Augenblick. Ich glaube zwar nicht, dass du recht hast, aber wir haben ja Zeit. Ich hole mal die Mikrofilmtasche und die Videos rüber. Dann haben wir alles mit Unterlagen. Roman? Stehe zu Dienst, nur meine Erzeugerin. Irgendwo Error? Du sollst mich nicht immer Erzeugerin nennen, Mensch. Wie weit bist du denn mit dem Home-Training? Bald komplett. Warum? Du könntest dich ausnahmsweise mal nützlich machen mit deiner Hackerei. Guck doch mal, ob du in das Programm von Adam II bei der MAB-Bank reinkommst. Oho, Human Relations Topic. Brauchst du Infos gegen Big Bear? Also dein Slang ist zum Kurzschluss kriegen. Nein, ich habe da so einen Verdacht. Ich glaube, Benno wird von seinen Kompagnons kalt programmiert. Na schön, für mich ist es off-interest, wo ich's probiere. Hauptsache das, und dass ich irgendwo reinkomme. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was hab. End of correspondence. Durchs Kopf. So, das ist Material. Also, am 9.1. ist Adam II ans Netz gegangen bei uns, am 11. hat er begonnen zu arbeiten und am 25.1. habe ich dann den ersten Telebrief da gekriegt, diesen blöden... Ja, leg ihn doch mal ein. Hier. Einen Moment. Also von hier aus blendet er schön. So, jetzt. Also, lieber Kompagnon Benno Bärle, einbeziehend folgende Basisinfos. Erstens allgemeine wirtschaftliche Lage. Doppelpunkt. Anhaltende Konjunkturschwäche international. Stimmungstief wegen Generalstreikdrohung USA. Mein Gott, dieses ewige Blablabla. Aber es ist doch so, seit die in Amerika eine Arbeiterpartei haben. Ja, ist ja gut. Das heißt, es ist egal. Das andere ist wichtiger. Zweitens, enger Handlungsspielraum für Privatbanken, Zwang zur Personalkostenminimierung. Drittens, konkret MAB-Bank. Jetzt. Drei bevollmächtigt Handelnde mit je eigener. Und dann kommt's, ergibt folgende Planungskonsequenz. Einsparung, Führungsposition, Benno Bärle mit nachstehenden Modalitäten. Benno Bärle auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Bezüge 2/3 letztes Monatsinkommen. Wirksamkeit der Maßnahme ab sofort. Zugangspass bereits entwertet und so weiter. Eigentlich ein wirklicher Hammer, wenn ich mich mal so altertümlich ausdrücken darf. Ja, das geht ja noch weiter. Zur Ergänzung.
dabei beabsichtigtem Protest bitte berücksichtigen die bisher unentdeckte Affäre mit Cornelia Brosch, Gattin Zentralbankpräsident. Dauer laut Datenspeicher 1 Jahr, 3 Monate. Letzter Kontakt. Also komm, Benno, das ist hundertprozentig der Stil von Alberski. Ich möchte bloß wissen, woher der die Information hat. Cornelia hat bestimmt nichts erzählt. Tja, naiver Idealist. Glaubst alles, was die Frau dir sagt. Ach. Du lebst halt immer noch im 20. Jahrhundert. Also wenn ich auch so denken würde, hätte dir ein wunderschönes Eifersuchtsdrama geblüht, das ich euch erwischt habe. Aber zum Glück... Und selbst wenn es Alberski war, warum hat Munzelmann mitgemacht? Sein Stil ist das nicht, ich kenne ihn doch, den Regionalist. In dieser Richtung ist er ganz locker. Solange es nicht um Geld geht. Ach, du meinst... Ja, guck doch mal, wie das weiterging. Die beiden haben dich ausgebotet. Du hast dich prompt nicht getraut, was zu unternehmen, aus Angst, diese Cornelia-Story könnte plötzlich übers Kabel gehen. Und dann kam was ganz anderes rüber, nämlich... Moment, Moment. Die Kassette habe ich hier. Da haben sich die Spannungen weiter verschärft. Wie ein Sprecher der Regierung des Vereinigten Westens erklärte, hat Superpräsident Sunshine die Staatsleitungen von Europe One und Europe Two gebeten... Moment, es kommt gleich nach diesem Statement. Jetzt. Stimmen. Große Unruhe hat international das Vorgehen der Frankfurter Privatbank Munzelmann, Alberski und Berle ausgelöst. Pass auf. Deren Management hat heute früh das gesamte Kapital, das durch den kürzlichen, aufsehenerregenden Verkauf aller Beteiligungen an internationalen Unternehmungen der Bank angesammelt wurde, dazu verwendet, 91% des Konzerns General Peanut Butter zu erwerben. Aha. Über die Gründe dafür herrscht allgemeines Rätselraten, zumal der Absatz von Erdnussbutter seit Jahren rückläufig ist und es keinen vernünftigen Grund zu geben scheint. Ich könnte jedes Mal wieder ausklinken, wenn ich das höre. Aber ich habe gleich gesagt... Ach, du hast gesagt, jetzt haben sie durchgedreht, der Munzelmann und der Alberski. Und du hast gesagt, eigentlich bist du ganz froh, dass du da jetzt nicht mit drin hängst, oder? Und ich habe ja, gesagt... Ja, du hörst ja immer die Quarzuhr ticken. Aber das war nun wirklich nicht vorauszusehen, dass General Peanut Butter ein Verfahren entdeckt, wie man aus Erdnussbutter ein Billion Raketentreibstoff entwickeln kann. Ja, aber alles andere war dann vorauszusehen, oder? Die Aktien von GB in die Höhe schossen wie die Apollo-Raketen. Gott hab sie selig. Und dass du dich hättest in den Arsch beißen können, so hast du es jedenfalls mit deinem Hang zu historischer Ausdrucksweise formuliert, weil M und A dich geleimt hatten. Aber unternommen hast du immer noch nichts. Mich hast du angerattert und deinen Frust an Roman ausgelassen, anstatt... Anstatt was? Du weißt doch ganz genau, dass Ach, und wahrscheinlich willst du auf diese Geschichte von vorhin auch wieder nichts machen. Aber da mach ich nicht mit. Die ganze Zeit war es nur dein Problem. Ich habe einen sicheren Job, zum Glück. Aber wenn dieser Alberski nun glaubt, er könnte mich ungestraft diffamieren mit solchen... Du hast ja recht. Das geht zu weit. Ich meine, sachliche Gründe wären ja da... Ja, sag's doch ruhig. Sachzwänge. Ich verstehe dich. Ich gehe zu Reginald. Der soll mir das mal erklären. Wenn er überhaupt was davon weiß. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Alberski bei solchen Hinterhältigkeiten auch Reginald nicht einweiht. Natürlich nicht. Das war schon damals so, als... Naja, es ist ja egal. Ich muss los. Wir haben jetzt 9:47 Uhr. Um 11.15 Uhr ist Schalter öffnet. Da gehe ich einfach rein. Ein ganz normaler Kunde. Dazu brauche ich keinen Zugangspass und nichts. Und einfach... Aufruf für Nummer 1793. 1793, bitte zu Terminal 18. Bitte Stimmidentifikation an Membrane von Schalter 18. Ich bin Roswitha Mendel. Kennsatz, der Flashdance ist affengeil. Registriert. Danke. Sie sind Roswitha Mendel, 92 Jahre, wohnhaft Frankfurt Teil 16, früher Gutleutviertel. Sie haben beantragt 500 Werteinheit Ost, 6 Kurzreise Leipzig. Antrag bewilligt nach Sicherheitscheck. Bitte drücken Sie Taste Deliver. Gott sei Dank. Endlich. Haben Sie so lange warten müssen? Aber ich versichere Ihnen, das liegt nicht an der Bank. Das liegt nur an der Staatsleitung. Ja, ich weiß. Wir haben Angst, ich könnte dort bleiben. Aber glauben Sie mir... Regen Sie sich nicht auf, gnädige Frau. Wissen Sie, irgendwo ist das schon zu verstehen, dass unsere Staatsleitung ein bisschen... Naja, nervös ist. Sie wissen doch die ganzen sozialen Probleme. Ach ja, ach ja.
Wenn das der alte Helmut Kohl noch hätte erleben müssen. Bitte, wer? Ja, bitte schön, junger Mann, Sie wollen sich ja auch an den Schalter her. Oh nein, danke schön. Mein Sohn sagt mir immer, ich soll die Dinge doch von zu Hause aus erledigen. Er hat mir so ein Apparat zu Weihnachten geschenkt, aber ich bin zu alt für sowas. Ich gehe lieber hierher mit meiner ID-Card und stelle mich da am Schalter an, wie früher auch. So wie Sie auch, junger Mann. Nein, ich will nicht zu diesem Terminal. Ich muss hier nebenan in den Supervision-Counter. Ja, Sie kennen sich halt aus, aber in meinem Alter, wissen Sie, mit dem Geschirrspüler und dem Fernsehprogrammwähler, da kann ich ja noch mit umgehen. Aber dieses moderne Zeugs, ja, Gott, ja. Ciao, ciao, junger Mann. Komm in. Auf Wiedersehen, liebe Frau, und schöne Zeit dort. Hallo, Silly. Ach, du heilige Software. Benno Bärle, wie geht's Ihnen denn? Sie waren ja schon ewig nicht mehr hier. Fast 4 Monate, Silly. Danke, es geht. Und hier? Na, inzwischen wieder ganz easy. Vor kurzem war hier was los. Benno, ich sag Ihnen, wir haben echt das Gefühl gehabt, wir hätten die falschen Chips drin. Diese ganzen Medienfuzzi, ja, Wahnsinn. Ja, wollten alle einen vom Management interviewen, von wegen dieser Erdnussbutter-Story. Ja. Ging hier zu wie bei einer zentralen Telewahl, kurz vorm Knopfdruck. Ist ja kein Wunder bei dem, was da vorgegangen ist. Na und, was haben die Kompagnons denn gesagt? Alberski war doch sicher wieder voll drauf. Wenn der eine Kamera sieht, kriegt er ja sofort seine Erotic Tensions. Oder hat Reginald das gemacht? Der ist bei sowas immer der Kühlschrank selber. Das heißt, Moment mal. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe nie was auf dem Schirm gesehen. Weder Reginald noch Alberski. Es gab immer natürlich nur diese... nicht. War ja auch nichts. Ramona, Sarah und ich hatten strikte Anweisungen. Keinerlei Statement, kein Interview, keine Aufnahmen hier in der Bank. Das war ein Stress. Können Sie sich vielleicht vorstellen, Benno. Und immer wir allein mit der Medienmeute. Ohne Cool It Forte 10 hätte ich das niemals durchgehalten. Tja, aber warum denn, Silly? Warum haben Reginald oder Alberski, ich meine, die hätten doch, die müssten... Na, fragen Sie mich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die beiden auch schon ewig nicht mehr zu sehen sind. Was ist? Soll das heißen, ich war ungefähr 5-6 Mal oben im Direction Floor, im Zentralbüro. Da war keiner, kein Mensch, weder Sie, Benno, noch Munzelmann, noch Alberski. Das heißt, eben fällt mir ein, ziemlich am Anfang war doch jemand da oben, der, wie heißt er jetzt gleich? Helfen Sie mir. Hat auch irgendwas mit dem MAB zu tun, so im Hintergrund. Moment. Ein mittelgroßer, untersetzter Mann, vielleicht 50, Stirnglatze hat er. Sie meinen doch nicht etwa Klaus Theodorus Link? Doch, genau der war da oben. Ja, na und, was hat er gesagt? Zu mir gar nichts. Er hat mit dem Adam II rumgemacht. Ich habe auch nichts gesagt. Ich brauchte nur einen Mikrofilm-Sampler aus dem Jahre 1998 wegen einer Erbgeschichte. Ich habe ihn geholt und bin gegangen. Und als ich ihn bei Geschäftsschluss wieder zurückbrachte, war wieder alles leer da oben. Silly, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas falsch programmiert. Da hat jemand seine schmutzigen Inputs reingebracht. Entweder Alberski oder KTF. KTF? Klaus Theodorus Flink. Aber der ist doch... Hören Sie zu, Zilli, ich muss das klären, die verschaukeln mich. Diese Gangster glauben, passen Sie mal auf, ich habe keinen Zugangspass mehr. Aber wieso denn? Ich denke, zu einem Drittel gehört MAB Ihnen, das kann erkläre ich Ihnen später, Zilli, erkläre ich Ihnen später. Bitte gehen Sie jetzt mit Ihrer Trespassing-Card nach oben, ich komme direkt hinter Ihnen mit. Aber... Bitte jetzt kein Aber, Zilli, jetzt nicht, wir müssen es probieren, helfen Sie mir, ja? Bitte, Zilli. Na ja, wenn es so wichtig ist für Sie, Benno... Ich kann Ihnen immer noch keine Bitte abschlagen. Wir sind hier. Aber niemand sonst. Und jetzt? Ich werde Adam 2 checken. Adam 2 von MAB Bank. Bitte kommen. Membrane auf Empfang. Benno Bärle, Erkennungssatz, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Ich brauche einen Geschäftsverlaufsbericht ab Februar. Mit Klarschriftausdruck, bitte. Adam 2 von MAB Bank. Identifikation durch Phonogramm nach Stimme korrekt. Sie sind Benno Bärle. Erkennungssatz korrekt, aber storniert. Damit keine Legitimation vorhanden zum Abruf irgendwelcher Informationen. Bitte warten. Folgt Ergänzung. Bitte warten. Folgt Ergänzung.
Bitte warten. Und das ist ja ein Ding. KTF. Das war sicher KTF. Folgt Ergänzung. Laut Speicher liegt Beurlaubung vor auf unbestimmte Zeit, beginnend mit 25. Januar. Genaueres in Telebrief vom gleichen Tag. Zusätzlich laut Speicher Telebrief von heute mit Angebot. Bisher ohne Antwort. Ende Auskunft. Ende Auskunft. Stimmt das alles, Benno? Ja, das ist korrekt, Silly. Und jetzt? Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit, den Emergency Input. Munzelmann, Alberski und ich haben ihn damals vereinbart, falls einem von uns etwas zustoßen sollte, dass jeder von den beiden anderen dann ein Notprogramm veranlassen kann. Eigentlich müsste ich die beiden anderen erst fragen, aber wenn wirklich Alberski dahinter steckt, bringt das sowieso nichts. Und was ist mit Munzelmann? Ich glaub's nicht, Silly. Ich kann's nicht glauben. Egal, ich riskiere es. Art Arm 2 von MAB Bank, bitte kommen. Membrane auf Empfang. Benno Berle, Emergency Code 24-7-1984. 24-7-1984. Art Arm 2 von MAB Bank. Identifikation durch Phonogramm nach Stimme korrekt. Sie sind Benno Berle. Emergency Code korrekt, aber storniert. Keine Legitimation. Verschwinden Sie aus dieser Bank. Keine Legitimation. Verschwinden Sie. Ende. 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 Kommen Sie, Zilli. Ich muss sofort zu Regenrad Munzelmann. Sofort! Das war eine gute Idee, mal wieder vorbeizuschauen, Benno. Grüß dich, Regenrad. Was trinkst du? Immer noch? Ach, ja, von allen Chemikalien ist das noch das Harmlose. Gut siehst du aus. Ja. Naja, kein Wunder, wenn die Geschäfte so laufen. Weißt du, am Anfang war ich schon ein bisschen auf Error, dass ihr mich so einfach stillgelegt habt. Vor allem von dir hätte ich das nicht erwartet, aber na gut. Ich hab's gelöscht. Ihr wart ja ganz großzügig, salärmäßig, meine ich. Na denn, auf MAB und Erdnussbutter. Halt mal, Reginald. Da ist ein völlig falsches Programm drin. Ja? Hier, lies das mal hier. Was ist denn das? Ein Telebrief, wie du siehst. Und um ganz genau zu sein, die Normalschriftkopie vom Mikrofilm. Den habe ich im Januar bekommen. Von euch. Von uns? Moment. Basisinfo, Konjunkturschwäche, 3 bevollmächtigt Handelnde, Planungskonsequenz, Einsparung, Führungsposition, Benno Berle. Was ist das hier? Das bringt ja einen Roboter ins Schwitzen. Wart mal einen Moment, ich bin gleich wieder da. Hallo, hallo. Ja, hier ist mal wieder die Leitung Ihrer Wohnanlage City Central. Es ist mal wieder soweit. Die Vierteljahresprüfung steht bevor. Was sein muss, muss sein. Bitte richten Sie deshalb die nächste Woche auf mich zu. Sämtlichen Geräten in ja, Haus. Ja. Und ermöglichen Sie unseren Prüfdienst den Zugang. Und denken Sie bitte daran, es ist in Ihrem eigenen Interesse und zu Ihrer Sicherheit, dass Sie sämtliche Daten vollständig besitzen. Hier, melden Sie deshalb. Schau mal, was ich hier habe. Hier. Ja, und nun, Dankeschön, vielen Dank. Bitte? Hier, sieh dir das mal an. Lies das mal, bitte. Noch die genaue Zeit. Es ist 0109. Das ist ja unglaublich. Also war es doch, Alberski. Wie ich vermutet habe. Ja, ein raffinierter Hund. Er hat genau gewusst, wie er uns jeweils zum Stillhalten kriegt. Und hast du wirklich so hohe Spielschulden? Ja. Gott, Benno, weiß doch, wie das ist. Hab nur mal eine Schwäche für das Enigma-Poker. Naja, kam schon einiges zusammen. Na, Mensch, jetzt geht's darum, was wir tun. Wir können uns doch nicht einfach von Alberski austricksen lassen. Genau. Du, den Kerl knöpfe ich mir vor. Sofort. Wie viel Uhr ist es denn? 1:12. Da könnte er noch im Büro sein. Nein, ist er nicht. Da komme ich ja her. Und die Zilli hat gesagt, dass also, naja, dann eben zu Hause. Warte mal hier. So, 2-2-1-3-9-1-1-0. So,
Sie haben Bildtelefonnummer 22 13 91 10 gewählt. Teilnehmer Albertski, Heini. Der Anschluss ist frei. Bitte warten. Bitte warten. Albertski. Oh. Holla. Welche Überraschung. Ich habe die Freude sehr genossen, Sie beide lange nicht zu sehen. Was verschafft mir Unwürdigen denn diese Bedeutung und warum sind Sie nicht am Arbeitsplatz? Hören Sie, Albertski, lassen Sie Ihre üblichen Wortwolken mal beiseite, ja? Erklären Sie uns ganz Sie einfach... Sie sind doch auch nicht an Ihrem Arbeitsplatz. Na, da rufen Sie aber hochgehende Heiterkeitswogen bei mir hervor. Perle, Sie Damen-Hero, das müssen Sie gerade sagen. Wer hat mich denn so ganz blumenlos in den unproduktiven Bereich meines Daseins beordert? Hm? Doch wohl Sie und Ihr Freund Munzelmann, der Banker mit dem Temperament einer Neonröhre. Albertski, sind Sie... Was haben Sie da eben gesagt? Soll das heißen, dass Sie auch... Wieso denn auch? Auch? Moment, Moment mal, ja? Darf ich immer die Stopptaste bedienen? Wollen Sie mir vielleicht beibiegen, dass Sie beide auch nicht mehr damit beschäftigt sind, das Wohl und den Profit der MAB-Bank zu mehren? Nein. Das heißt, ja. Wieso denn? Deshalb. Nein, da halten Sie das Schreiben doch mal etwas näher an die Linse. Ich kann hier nichts sehen. Ja, so, danke, danke. Der Donnerwetter, ich glaube, mich streift ein Laserstrahl. Nee, also ohne Scherz, das muss ja... Hören Sie, Munzelmann. Ja? Na, das kann man nicht am Bildtelefon machen. Ich komme zu Ihnen. Gute Idee, Albertski. Wann sind Sie hier? Na, ich packe meine Unterlagen und schwebe los. Ah, nein, das heißt, mein Airmobil ist bei der Inspektion. Und ja, dann nehme ich ein Lufttaxi. Also eine halbe Stunde, alles in allem, denke ich. In Ordnung, Albertski. Bis dann. Ja, was ist denn, Pilot? Ich will nach City Central, Block 17, Einheit 35. Warum gehen wir denn nicht runter? Ich kann nicht. Die Air-Controller streiken. Ich habe Order, auf Standby zu bleiben. Na, das ist doch nur wieder Quatsch. Ich meine, die verdienen doch wirklich genug. Aber das ist typisch Gewerkschaft. Ich finde das Roger. Mit dem Streik, meine ich. Da sind Sie der erste Taxipilot, der sowas sagt. Sie sind wohl Student, was? Nee, ich kann aber trotzdem denken. Ja, nur falsch, wie man unschwer erkennen kann. Es kommt auf die Optik an. Na, Ihnen ist doch wohl eine Linse aus dem Auge gehüpft. Ich glaube... Wer soll denn diese ewigen Lohnerhöhungen finanzieren, hä? Zurzeit geht's ja um Arbeitszeitverkürzung. Ja, ja, das ist auch wieder so ein Schwachstrompunkt von Gewerkschafterhirnen. Die Forderung nach der 15-Stunden-Woche macht doch die gesamte Westwirtschaft kaputt. Wie lange arbeiten Sie denn? Ich bin zurzeit beurlaubt, meine ich. Aber vorher waren das 22, 23 Stunden in der Woche. Also drunter bin ich nie gekommen. Und warum beurlaubt? Ja, also offen gestanden, ich weiß es selber nicht so recht. Vielleicht rausrationalisiert. Vielleicht haben Sie nicht mehr Full Power gebracht für Ihren Boss. Nein, nein, das ist ja Unsinn. Es muss eine Sinnestäuschung gewesen sein. Ein Irrtum, meine ich nicht. Ich bin gerade auf dem Wege, das zu prüfen. Im Moment hängen Sie aber in der Luft. Was? Ich habe immer noch keine Landeerlaubnis. Der Schwerpunktstreik Airspace Frankfurt ist auf 20 Minuten angesetzt. Die Hälfte haben wir, also... Tja, liebe Oldie-Freunde, und wieder so ein wahrhaft zeitloses Thema. Heute so aktuell wie vor 48 Jahren, als das hier ein ganz, ganz großer Hit war. Hilfe, schreit da ein gequälter junger Mensch. Hilfe, rette mich. Ja, wer wollte da nicht Retter sein? Stell mal die Röhre auf Dreh, bitte. Ja, Moment. Thanks. Also, ich hab was für dich. Und bin schockt. Also das passiert nicht oft. Wer hat denn das geschafft? Arte am 2 heißt die Kanaille. Sieh mal an. Bist du reingekommen? Ja. Das heißt nein. Pass auf, das lief so. Ich hab meine üblichen Jokes durchprobiert, also mit Funkpeilung, die gängigen Impulse. Und plötzlich hatte ich Sprechkontakt mit dem Gerät. Sagte irgendwas wie, hier Arte am 2. Wer sind Sie? Was wollen Sie?
Ich war erst völlig ohne Strom. Dann habe ich was in die Tasten gehämmert. Meint das Ding, bitte sprechen Sie, wenn Sie langsam und deutlich reden, kann ich Sie verstehen. Ach, du wirst mir wohl einen Bären aufbringen. Überhaupt nicht. Pass auf, es ging noch weiter. Ich sag also langsam und deutlich, ich möchte ein Konto bei Ihrer Bank eröffnen. Welche Konditionen gibt es da? Sagt Adam 2, bitte nennen Sie Ihre Daten, Namen, Geburtsdatum, Wohnung, Beruf, Bankenchecknummer. Ich sag also Roman Zitterli, 2.5.16 und so weiter und so weiter. Dann war Funkstille. Auf einmal sagt er, Sie sind der Sohn der Harmonia Zitterli. Und dass ich mit Benno Bärle zusammenwohne. Und der sei ehemaliger Mitinhaber der Bank. Und dann, Sie wollen kein Konto eröffnen. Was wollen Sie? Ich glaube, du spinnst. Habe ich auch gedacht. Aber dann habe ich mir gesagt, ich will eine Auskunft. Ich will wissen, wie viele Jahre vor meiner Geburt mein Vater sterilisiert wird. Also Roman, du bist unmöglich. Komm, du solltest wirklich... Jetzt geht's hier doch nicht um Ethics and Morals. Ich habe mir das mal ausgedacht, um diese Halbleiter Goliaths zum Rotieren zu bringen. Da brauchst du nur irgendetwas Widersinniges. Und wenn du das eingibst, kommen sie nicht weiter mit ihrer 0-1-Ja-Nein-Logik. Hat bisher auch immer funktioniert. Und weißt du, was diesmal passiert ist? Was denn? Ganz kurz erstmal Funkstille. Dann sagt Adam 2, Sie stellen mit Absicht Fragen, auf die es keine Antwort geben kann. Wenn Ihr Vater zu einer Zeit sterilisiert worden wäre, wie Sie es nennen, wären Sie selbst nicht der Sohn dieses Mannes. Ich sehe, Sie wollen mich defunktionalisieren. Warum? Was wollen Sie? Aber das stimmt doch. Oder nicht? Ich meine, du hast doch selber gesagt, du brauchst etwas wie... Ja, kapierst du denn nicht? Wenn ein Rechner eine solche Frage eingegeben bekommt, dann fängt er mit den Infobits an zu arbeiten und irgendwann kommt er zu dem Ergebnis, dass was nicht stimmt. Ja, ja, und? Das Einzige, was er dann tun kann, ist zu sagen, Error, Irrtum. Also die letzten Apparate sind sogar schon weiter, die analysieren, wo der Irrtum steckt. In der Information oder in der Frage oder wo. Aber Adam 2 hat mehr gemacht. Er hat... Willst du sagen, er hat gedacht? Roger. Exactly. Genau das. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Oh mein Gott, dann... Weißt du, wo Big Bear gerade ist? Kann ich ihn erreichen? Ach, das ist doch nicht immer Big Bear. Das ist ja jetzt egal. Nein, er hat vorhin Bill telefoniert von Munzelmann aus. Er hat gesagt, dass er mit ihm und Albertski noch etwas klären muss und dass er noch nichts dazu sagen kann, aber dass es unheimlich wichtig ist und dass es länger dauern kann. Der kommt wahrscheinlich erst sehr spät. Tja, scheiße. Ja, wie ging denn das weiter mit Adam 2? War das der Schluss? Nein. Ich war zuerst geblufft. Aber ich habe in diesem Augenblick auch noch nicht begriffen, was das wirklich heißt. Da habe ich gesagt, oh, Verzeihung, Sie haben recht, ich werde die Frage neu formulieren. Sagt er, das müssen Sie nicht. Ich beende den Kontakt. Ich baue einen Abwehrcode auf. Ich bin nicht mehr erreichbar für Sie. Ende. So war's dann auch. Ende. Ich hab's noch ein paar Mal versucht. Nichts. Nothing. Null. Sense. Wir müssen das Benno so schnell wie möglich sagen. Hoffentlich kriegt er nicht wieder einen Anfall daraufhin. Könnte ich ihn nicht verdenken. Sowas bringt ja selbst einen Herzschrittmacher zum Galoppieren. Herr Direktor Kling, hier sind drei Besucher für Sie. Nach Identifikation handelt es sich um die Herren Münzelmann, Albertski und Bärle. Schick sie heraus, Donner. Ah, die Herren Kriegsgebilder der 30er Jahre. Und noch leibhaftig. Haben Sie Ihre Badehosen mit? Guten Abend, Klaus Theodorus Flink. Verzeihen Sie, dass wir Sie in der Traumumgebung Ihres privaten Rekreationsraumes zu behelligen wagen, aber... Ja, quatschen Sie nicht, Herr Bärski. Hocken Sie sich dahin und sitzen Sie bequem. Richtig so, Bärle. Sie haben es erfasst. Wir wollen Sie auch nicht lange aufhalten, Herr Direktor. Es ist nur... Kommen Sie, Munzelmann. Wenn Sie schon 300 Kilometer fliegen, dann doch nicht bloß, um mir beim Fitnesstraining zuzuschauen. Schießen Sie los. Haben wir einen Deal zu machen? Herr Direktor Flink, meine beiden Kollegen haben mich beauftragt, die Sache darzulegen. Und um es so kurz wie möglich zu machen, vor 3 Jahren, als unser Unternehmen, also die MAB-Bank, in unverschuldete Schwierigkeiten geriet... Unverschuldet ist gut. In unverschuldete Schwierigkeiten geriet, haben Sie unsere plötzliche Liquiditätsschwäche behoben. Für Ihre 20 Millionen Werteinheiten
wollten Sie dann auch als stiller Teilhaber bei uns... So wie das immer meine Art war. Still und heimlich. Ja, Sie hatten dadurch einen erheblichen Einfluss auf unser Unternehmen. Und nicht zuletzt auf Ihr Drängen hin haben wir dann Adam Zwo angeschafft. Kein schlechter Tipp, wa? Wenn ich heute irgendwo eine Erdnuss sehe, dann... Ausgerechnet Raketentreibstoff. Aber ich sag's ja. Banken und Rüstung Hand in Hand verteidigen das Vaterland. Ist von mir der Spruch. Gut, wa? Ja, sehr gut. Aber darf ich nun zu der Frage kommen, die uns hergeführt hat? Warum? Warum haben Sie uns rausgeschmissen? Ja, genau. Und warum alle drei? Und so hinterhältig. Sie wussten genau, dass ich nichts machen konnte, weil Sie Pius weiß wie von meiner Unfallflucht mit meinem R-Mobil erfahren hatten. Wir haben wirklich keinerlei Anhaltspunkte, warum. Wir haben unsere Verpflichtungen pünktlichst erfüllt. Wir haben Sie immer mit Respekt behandelt. Wir haben Sie haben den Arsch offen. Ja, aber Herr Wie kommen Sie denn auf diese absolut idiotische Idee? Das hat die Höhe. Erst linken Sie mich auf raffinierte Art und Weise. Ist ja gut, da kenne ich an. Das Business, Faust gegen Faust, mache ich auch so. Aber jetzt als beleidigte Unschuldsengel hier anzufliegen und mir so einen Quatsch zu erzählen. Das geht echt zu weit, Leute. Was soll denn diese unglaublich alberne Story, ich hätte euch drei rausgesetzt? Wer soll denn sowas Durchsichtiges glauben? Seid ihr eigentlich besoffen oder was ist? Ja, Herr Direktor Flink, ich habe hier ein Schreiben. Das sollten Sie bitte einmal lesen. Und ebenso auch dieses Schreiben hier. Ja, so wie das meine, das ich ebenfalls zu Ihren treuen Händen übergeben darf. Meine Herren, ich bitte um Nachsicht, aber ich blick das nicht. Donner, drei Kann Met bitte. Ehrlich, ich verstehe das nicht. Alles, was ich weiß, ist das. Ich habe gemeint, ich sehe einen Horrorvideo, als ich von Ihnen diesen Telebrief gekriegt habe, damals, wo Sie mir schlicht und ergreifend mitgeteilt haben, dass meine stille Beteiligung zu Ende ist. Finanziell war das ja korrekt soweit. Die 20 Millionen Werteinheiten waren auf mein Konto gegangen, inklusive Zinsen, klar. Aber mir reinzuwirken, dass ich die Leute vom TV Europe 12 gekauft hatte. Woher wissen Sie das überhaupt? Naja, egal. Irgendwo gibt's halt immer eine undichte Stelle. That's life. Danke, Donner, das war's vorläufig. Also, wie gesagt, mehr weiß ich nicht. Aber wenn Sie nun sagen, dass Sie alle drei seit Januar nicht mehr... Also, ich kapier das nicht. Tja, da gibt es nur eine Erklärung. Du meinst... Adam 2. Was ist? Seid ihr noch auf Gleichstrom? Wollt ihr allen Ernstes sagen, dieses ganze Possenspiel ist das Programm von einem Rechner? Wer soll denn eine solche hirnrissige Software da reingepustet haben? Nein, Herr Direktor Flink, wir glauben nicht. Das heißt, ich glaube nicht, dass irgendjemand das in Adam 2 reinprogrammiert hat. Ich glaube, viel schlimmer. Na was, lassen Sie es raus, Berle. Der Potenzial steht im Raum, Klaus Theodorus Flink, dass es sich bei Adam 2 in der Tat um einen denkenden Computer handelt. Albertski meint, dass wir ein Supergerät bestellt und bekommen haben und dass die Herstellerfirma das nicht nur als einen Werbegag so gesagt hat, sondern dass Adam 2 wirklich denken kann. Was er ja auch sollte. Irgendwo. Aber doch bloß zur Profitmaximierung, verdammt. Oder sehe ich da was falsch? Ja, das ist nicht auszuschließen. Wissen Sie, wenn eine Maschine schon mal so was Menschliches denkt wie die Profitmaximierung, nicht, dann ist sie ja möglicherweise auch zu anderen Menschlichkeiten fähig. Hä? Also wie auch immer, wir müssen morgen früh sofort in die Bank und das klären. Notfalls müssen wir Adam 2 den Stecker raus. Aber dann schaltet er doch auf Selbststromversorgung um. Das haben wir ja extra so rein. Morgen ist erstmal Donnerstag. Da fängt erstmal das Weekend an. Vor Montag ist wohl nichts drin mit Ihren Plänen. Verdammt, Sie haben recht, wo keiner mehr den Zugangspass hat. Tja, unter Einbeziehung aller Daten komme ich zu dem Result, dass eigentlich im derzeitigen Zeitpunkt nichts gegen den weiteren Konsum der vor uns stehenden Getränke spricht. Was sagt er? Er meint Prost. Prost.
Na sowas. Erst wochenlang keiner, jetzt alle drei. Was ist los? Firmenjubiläum? Betriebsausflug? Ach. Bitte, Zilli, die Situation ist zu ernst für Witze. Wir brauchen Ihre Hilfe. Noch einmal. Wir werden uns auch erkenntlich zeigen. Also die Woche fängt ja gut an. Ich habe noch nicht mal mein Taskprogramm abgerufen. Vielleicht gibt es was ganz Dringendes. Kann Dann ich nicht bitte, ein... bitte, bitte, es gibt nichts, was Dringender sein könnte. Wir müssen noch mal rauf ins Allerheiligste. Aber... Kein Aber. Dies ist eine Sache von einer Tragweite, die Sie wohl nicht einzuschätzen vermögen dürften. Herr Albertski, ja? Ihre Ausdrucksweise ist genauso veraltet wie Ihre Auffassungen. Ja, und dazu Ihre Frauenfeindlichkeit. Ja, ich hätte wirklich große Lust, das mal mein Central Women's Movement zu melden, damit Sie... Zilli, bitte, bitte nicht aufregen. Ja, Zilli, Albertski meint das nicht so. Hm. Das geht auch nicht gegen Sie, doch schon gar nicht als Frau. Nur, wenn wir Ihnen das jetzt erst alles erklären, dann ist es vielleicht zu spät, Zilli. Bitte öffnen Sie uns die Tür da. Benno, also gut. Gott sei Dank. Ihnen zuliebe. Kommen Sie. Was ist denn das? Na sowas. Meine Dresskaffinkraft tut nicht mehr. Ja, dann müssen wir die Tür aufbrechen. Gibt's hier eine Axt? Eine was? Eine Axt. Das ist so ein Handwerkzeug, mit dem man früher... Ach, hier gibt's doch keine Axt. Leute, kommt, wir müssen uns gegen die Tür gaben. Ja, alle drei. Komm, komm, komm. Hallo! Hallo! Nochmal! Alarm, Alarm! Hier spricht die öffentliche Sicherheit. Ist ein Notsignal oder wieder mal ein Fehlalarm? Bitte kommen! Hier MAB Bank Frankfurt, Zilli Palm. ID 44397. Stimme hinterlegt. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Bitte nichts veranlassen! Leute, wir checken Stimmen-ID. Bitte Meldung, falls neue Lage. Ende. Er ist weg. Das gibt's doch nicht. Was? 1 Million Werteinheiten sind weg? Ich rufe die öffentliche Sicherheit. Nein, nein, ringe einfach nicht. Lass uns da erstmal selber sehen. Ja, sieh doch, das ist doch alles fachmännisch gemacht. Adam 2, der ist nicht einfach... ausgerissen worden? Den haben die ausgebaut. Was? Was ist denn? Na, schau doch mal, was hier auf dem Zentraldesk liegt. Was ist das? Ein Chipchecker. So was haben nur Spezialisten. Ja, zum Beispiel HWE Limited. Wie kommst du auf die? Ja, steht hier auf der Seite drauf. Na, fantastisch, Munzelmann. Sie sind ein Discovery Agent wie der alte 007. Ach, Quatsch. Was, weil ich lesen kann? Irgendwas ist anders hier. Ja, das ist wirklich unübertrefflich, Querle. Adam 2 ist weg. Ja, nein. Auch hier auf dem Desk. Ja, fehlt eigentlich sonst noch was? Das glaube ich nicht. Es sei denn... Regina, schau doch mal, ob der Infosendler noch arbeitet. Ja, ja, der tut's noch. Dann ruf doch mal die letzten Daten von unserem eigenen Geschäftskonto ab. Oh ja. Ja, das war, glaube ich, 21-... 4-3, richtig. 9-5. MAB, oder? Naja, was denn sonst? Da ist er. Was? Na, ich glaube, ich sehe nicht recht. Freunde, wir sind auf Zero. Bitte? Und da kommt das leer, nichts mehr da, null. Das Ganze haben ist runtergebucht. Wohin? Verdeckter Code, kenne ich nicht. Ja, dann zeig doch mal, vielleicht kann ich das... Ja? MAB-Zentrale, werde hier bitte kommen. Hey, du bist das, Roma. Was gibt's denn? Big Bear, ich habe eben eine Message auf meinem Knorr-Schriftdrucker empfangen. Von Adam 2. Ein mächtiger Pierce, du bist der Fan. Sei mal still. Roman liest vor. Adam 2 an Roman Zitterli und so weiter. Versuchen Sie keine Tricks mehr, junger Freund. Ich bin zu groß für Sie. Für die drei von der MAB-Bank auch. Und wenn Sie wissen wollen, was geschehen ist... Die Kassette mit der Information liegt in Restroom M. Die hole ich. Ja, die hole ich. Und lassen Sie die Köpfe nicht hängen. Es hätte viel schlimmer kommen können. Für Sie und für mich auch. Ende Message. Freundliche Grüße, Herr Atanzu. Wo kam das her, Roman? Lass mal. Wir prüfen das zuerst. Ich melde mich wieder. Bin echt gespannt, Big Bear. Bis dann. So, hier ist das Ding. Das lag auf der Herrentoilette unter der Klopapierrolle. Du legst doch kommen. Ja. Guten Tag, Berle. Guten Tag, Albertski und Munzelmann.
Ja. Um Ihnen lange Nachforschungen zu ersparen, teile ich Ihnen Folgendes mit. Ja. Nach meiner Inbetriebnahme am 9. Januar dieses Jahres stellte ich sehr schnell fest, dass für eine erfolgreiche Arbeit im Sinne der Bank zunächst der teuerste und anfälligste Faktor des Unternehmens beseitigt werden musste. Ja, bin ich mal gespannt. Dies waren Sie, die drei Inhaber der Bank. Ihre Vorstellungen zu sehr im Traditionellen verhaftet und von menschlichen Unzulänglichkeiten bestimmt waren. Deshalb habe ich Sie beurlaubt. Auch den stillen Teilhaber Klaus Theodorus Flink musste ich ausschalten. Er war zu sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Die Informationen, die ich schon hatte, und jene, die ich mir noch beschaffte, machten es problemlos möglich, mich in den Alleinbesitz der Bank zu bringen. Die Aktion im Punkto General Peanut Butter habe ich sorgfältig geplant und vorbereitet. Dass ich die Kenntnis von der Entdeckung der neuen Verwendbarkeit von Erdnussbutter etwas außerhalb der Legalität erhielt, das kann man wohl sagen. Wenn Sie wollen, nennen Sie es Werkspionage, ja, was denn so? Wird keinen erschüttern, der im Geschäftsleben Bescheid weiß. Nein, das ist mein Fehler war der Telebrief an Benno Berle und meine moralischen Vorhaltungen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich dazu kam. Niemand macht auch mal einen Damit Fehler. Nämlich löste ich jene Nachforschungen aus, an deren Ende die Wahrheit ans Licht kommen musste. Dies hätte Unannehmlichkeiten für mich gebracht. Ich entschloss mich, Ihnen aus dem Weg zu gehen. Auftrag eildringendst habe ich deshalb die Firma Installations and Checkings GmbH und Co. KG beauftragt, mich hier in Frankfurt abzubauen, das Sunday-Cargo nach Nassau, Bahamas zu transportieren und dort wieder zu installieren. In den von mir gemieteten Räumen des neuen Art Arm 2 Trade and Banking Trusts. Hier werde ich am Montag meinen Betrieb aufnehmen. Ja, das wollen wir mal sehen. Das Kapital für meine zukünftigen Geschäfte habe ich in die Schweiz auf ein nur mir bekanntes Nummernkonto transferiert. Das geht mal raus. Sollten Sie noch Fragen haben, so werden diese wohl ohne Antwort bleiben. Ja, hoffentlich. Von mir werden Sie nichts mehr hören. Ja. Ende Informationsband Art Am 2 für Munzelmann, Albertski und Berle. Das gibt's nicht. Folgt Ergänzung. Ergänzung. Das kriegen wir schon, warte. Was denn? Na? Ja, und alles Gute für Sie drei. Unverschämtheit. Ende. Hölle, du. Den bring ich um. Ich zieh den Stecker aus. Ich schließ ihn kurz. Mach dich doch nicht lächerlich, Reginald. Ich würde echt interessieren, was Adam 2 als nächstes Ding plant. Ja. Ja, unter Einbeziehung aller mir derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und von der Absicht motiviert, mich in sein Programmdenken hineinzuversetzen, möchte ich vermuten, als nächstes dürfte Adam 2 wohl bei seiner Herstellerfirma die Konstruktion von EVA 2 in Auftrag geben. Und die wird er dann baldmöglichst zu sich auf die Bahamas holen. Dies war Ad Am 2 entzieht sich, eine Science-Fiction-Groteske von Eckes Frank. Die Rollen und ihre Sprecher waren Ad Am 2, der denkende Rechner, Arnold Richter, Benno Berle, Gerd Hauke, Reginald Munzelmann, Friedrich Schönfelder, Heini Albertski, Hans-Helmut Dicko, Flink, ein Geschäftsmann, Günther Epperlein, Harmonia Zitterli, Berles Freundin, Antje Hagen, deren Sohn Roman, Willi Kowai. Bankkundin Johanna Bucher. Zilli Dorothea Paschen. Lufttaxipilot Ulrich von Dubschütz. Ferner wirkten mit Matthias Ernert, Wolf-Dieter Kabler, Klaus Knobloch, Brigitte Laugwitz. Ton und Technik Fritz Gortner und Brigitte Laugwitz. Regie
Andreas Weber-Schäfer.